So, meine Lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu South Park. Die rektakuläre Zerreißprobe. Ich liebe es immer noch. Es ist so wunderschön. Also, ihr bleibt Freunde stehen und lauf jetzt weiter. Nice. Okay. Big Bros. Big Bros Coffee Schnellreise. Was? Ernsthaft? Ach, wenn du am wenigsten damit rechnest, gebe ich dir eine in die Eier. Danke, Super Craig. Arschloch! Auf diesen Helden ist dein Kopfgeld ausgesetzt! Ah, wie hoch. Ich will mit den Jungs wetten. Ich bin bereit, mich für Chaos zu opfern. Das ist dämlich. Könnt ihr euren Comic-Con-Scheiß nicht woanders abziehen? Das müsst ihr gerade sagen. Ja. Selbst bei frühen Doctor Who-Folgen sahen die Effekte besser aus. Mach Pause. Das ist mies. Das ist wirklich mies. Nein, du nicht. Klar? Verkackt. Eure Kostüme sind so schrottig. Die würden sich auf jeder Comic-Con wie zu Hause fühlen. Ich glaube, ich habe das Hauptfuck-Entwickler mögen nicht die Comic-Con. Wenigstens weiß ich, dass es nicht langweiliger werden kann. Wer beschwert sich von denen gerade? Wow. Ich bin dran. Yeah. Ihr kleinen Cosplayer solltet mal an euren Stunts feilen. Na, wie wär's mit einer Runde Chaos-Kite, Junge? Entropie! Kann mal jemand das Teuer Blut brennt. Aufwischen? Es ist Kite-Zeit! Stehst bereit? Da ist Kite! Oh. Mach sie fertig, Saftsack! Ich kann nicht killen. Das tue ich! Noch ein Bein fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. Ich bin wieder da! Was? Ach nö, oder? Oh Mann! Hatschatschatscha! Ihr suboptimal! Gut, dass ich für euch kämpfe und nicht wegen irgendeiner fiesen Wendung gegen euch! Lauf halt zu Mama, du Schwachmart! Mikroaggression! So, Mika! Das darf ich. Hättest du blocken sollen? Das Geld blocken nicht in diesem Spiel. Dann mal los! Ja! Mieser. Wirkte total unecht. Man hat die Drähte gesehen. Hier, welche Drähte? Ich folge dem Ruf des Chaos. Dein Angriff steigert nur mein Zorn. Kraft. Was würde aus diesen Tunneln Schutt und Asche machen? Ach ja, Zorn des Kites. Dann mach das. Das wird brennen! Ich war sehr! Oh. Hey, sind das echte Special Effects oder animierte? Echt befriedigend! Ich hätte es auch ohne euch geschafft, aber danke fürs Zuschauen! Ja, klar, Cartman. Wahrscheinlichkeitshacker. Aha. Alles klar! Kampf für soziale Gerechtigkeit! Ja. Nice. Wir haben Skill, Junge! Gut, du hast deine Arschnetzen mal. Ich weiß nicht, ob das so ist. Psyops! Nein, danke. Oh, ich verstehe schon, ich hätte so. Ach. Rote Legos überall. Hallo. Sind Superhelden nicht schon wieder out? Die sind nie out. Ja, genau jetzt trage ich auch meine Unterhose über meiner Hose. Einfach weil Superhelden auch innen sind. Erinnerst du die Passion Christi? Das will ich nicht erinnern. Erinnerst du Sinbad als Genie in Shazam? Ja,
Nein, tu ich nicht. Wer war denn das? Ich erinnere. Ich weiß nicht mehr, was Shazam ist. Human Kite, ich brauch deinen. Naja, Drachen. Das kann ich eigentlich allein. Los! Wow, wow! Wow, oh. Jetzt stinkt mein ganzes Outfit, dankeschön! Erstens, Yui! Zweitens, Glassplitter. Wie geil. Okay. Und... Startbereit! Oh Gott, wie machen die das? Wir haben's geschafft! Durch Magie. Ach, tschüss, Kite! Lässt mich jetzt hier oben versauern. Jetzt haben wir extremes Gegengift. Trick und Crack Seelenpuddeln. Aha. Hat sich aber aufbewahrt. Das ist wiederum interessant. Ich finde aber auch alles interessant. Hey, hier ist ein Fussel, die ist voll interessant! Okay, packen wir es an! Jetzt geht's ab! Krieg muss ich eigentlich das beschweren. Der muss sich jetzt mega beschweren, oder? Hey, wenn du Kaffee willst, kauf ihn bei meinem Dad! Klar. Das ist das Gegengift. Danke. Hey, Ma'am. Seffi? Tut mir leid. Ich mache mir zu viele Sorgen wegen Tweak. Glaubst du, ihm geht's gut? Klar, ihm geht's Hammer. Du wirst unsere neue Ware lieben. Eine Sportflasche. Also bei dem Deal hast du meine Eier in der French Press. Seffi? Aber gerne, kleiner Kunde. Oh. Muss ich das machen? Alles klar. Selfie. Ich liebe handgemachte Bio-Selfies. Ja, sind besser als die künstlichen. Hallo, Crack. Ich hab diesen Ex-Freund, den ich jetzt hasse. Und der hat noch meinen Laptop. Wenn er ihn dir nicht gibt, sag ihm, dass ich die Bullen rufe. Er heißt Tweak. Du findest ihn vermutlich im Café seiner Eltern. Gib ihm das. Alles klar. Hol mal.
Sorry Leute, muss mein Essen holen. Das ist ein Abendessen. Döner. Döner essen. Laptop von diesem Penner zurück. Klar, Alter. Wie viel? Mann. Ich hab bloß. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Schnauze, ich hab schon mit dir geredet. Da! Herr Tweak. Da! Na, wie laufen die Geschmackstests? Es schmeckt keinen Unterschied mehr! Bleib dran, wir suchen die perfekte Sonnenuntergangsmischung für dich. Was ist Hallo? Das? Rück mein Laptop raus, du Arsch! Oh, du arbeitest also für ihn, hä? Dann sag ihm, er kann sein Laptop wiederhaben, wenn ich mein scheiß Meerschweinchen zurückkriege! Wir haben es gekauft, als wir zusammen waren, aber Stripe gehört mir! Ich hab bezahlt und noch den Kassenzettel! Findest du es richtig, dass er Stripe behalten darf, obwohl er mir in den Rücken gefallen ist? Sag ihm das mal! So wie ich das mal sage, wie kennt ihr Seite eigentlich? Ich weiß, dass es um diesen Franchise-Plan geht, aber wie kennt ihr Seite bitte? Man könnte zusammen eine Lösung finden. Wir müssen noch eine gemeinsame Lösung finden. Alter, ich glaub langsam... Und ich bin auf meiner Seite und sage immer noch, nee, scheiß drauf, vertragt euch. Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Ah, bitteschön. Das mein Tweak von wegen Laptop. Naja. Das scheiß Meerschweinchen? Ach, na gut. Du weißt ja, wo Stripes Käfig ist. Bring ihn dem Arschloch. Wenn du das Tweak gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt. Klar, Mann. Kann ich na gut, wenn... von Nutzen sein? Wenn Tweak tatsächlich Craig im Rücken gefallen ist, ist Tweak der Kindische. Muss ich tatsächlich sagen, aber... In der Zeit hätte ich vielleicht 7 Millionen Selfies gemacht, Minimum. Ja, das... Rechtschaffen. Rüstung. Bitteschön. So. Hey, Bro. Hast du in letzter Zeit mit Craig gesprochen? Ja. Er braucht momentan Beistand. Aha. Wunder, deshalb ist mein Schaffsmaster gedacht, ich... Ja, ich bin doch kein Monster. Entschuldigung, du hast im Käfig. So. Ist das? Stripe. Stimmt, ich brauch da noch was. Ich hab Ausgegenstände. Hier ist der Schrimperator. Boah, mega. Ist das Gegengift? Wieder Bebenserum. So. Die
Crack-Sachen haben wir ja, glaube ich, schon angeguckt. Ja. Das müssen wir leider wieder später machen. So. Dann mal laufen. Sie muss selbstbewusster sein. Ja, aber nicht zu selbstbewusst, sonst fällt ihr Schnee. Was machen euch die Jungs? Geh schon durch. Hey, kleiner Verbrecherschreck, du bist wieder da? Ich hab da was, das dich interessieren könnte. Wie sich herausgestellt hat, ist der Abschaum von gestern nur eine ganz kleine Nummer. Der echte Oberboss muss irgendwo hier sein. Auf deinem Handy, das ich in der Hand halte. Danke, dass ich dein Handy dafür haben durfte. Er versteckt sich in der riesigen Villa, die er mit Blutgeld gekauft hat, dieser Penner. Das ist eine ganz andere Nummer, Verbrecherschreck. Sein Haus ist eine Festung. Jedes Fenster und jede Tür ist mit einem Hightech-Sicherheitssystem verbunden. Du brauchst das. Hiermit kannst du sein Sicherheitssystem hacken, um dich reinzuschleichen. Polizei-Hacking-Gerät. Viel Glück, kleiner Held. Ich weiß, wer es ist, aber Token auch nicht durch betoken. Jetzt zum Medical Fried Chicken. So. So, Token kann ich dann gleich. So. Wo haben sich diese Scheißkatzen verkrochen? Ist es Zeit für Blitzkrieg? Ziehen wir das durch? Ja. Falsch geklickt. Aus dem esse ich gerade was. Mein Döner. Bitte schön. Danke. Sorry, Superheld. Die Bank ist wegen Vulkanausbruch geschlossen. Schon gut. Will ich in die Bank. Was ist das? Ich mach zuerst Token. Jetzt die. Keine Ahnung. Anscheinend haben wir Glück, Superheld. Wie es aussieht, ist die Wache gerade pissen oder so. Geh durchs Tor nach hinten und finde einen Weg hinein. Alter, Dark Meadows ist so mies. Oh. Klappt wohl nicht. Heute nicht, Sir! Heute nicht! Aber bitte verpissen Sie sich oder ich prügel Sie ins Krankenhaus!
Ich verprügel dich, bis meine Schicht vorbei ist. Unser alter Freund. So. Nochmal kriegt ihr mich nicht. Diesmal habe ich Verstärkung. Hunde. Zugriff. Bin ich jetzt endlich dran? Bist du cool. Zeig's dem Köter. Ja. Alter, ich glaube, du hast eine Arterie erwischt. Das hoffe ich doch. Was? Na toll, jetzt muss ich einen Bericht schreiben. Nope. Nicht. Dein Zug gehört jetzt coolen Fans. Captain Diabetes ist kampfbereit. Ja! Hiebe im Namen der Gerechtigkeit. Zeit für die Laser. Ja. Dies ist es. Kinderspiel? Mann, die Hundis. Oh, die greifen den Cap an. Nicht übel, aber Diabetes ist zäh. Endlich. Gib drei. Gute Nacht! Yeah! Los geht's, Fuchs! Schnappt ihn! Nein! Sirs, da gehen wir richtig auf den Sack! Du hast gerade einen Gesetzeshüter angegriffen! Nicht wirklich! Ich verprügel dich gemäß Arbeitsanweisung! Das Spray der Gerechtigkeit. Ich bin wieder da, wieder. Was? Ja. Bitte keine Nasenscheidewandverkrümmung. Oh Mann. Gut, dass ich für euch kämpfe und nicht wegen irgendeiner fiesen Wendung gegen euch. Es gibt kein Entkommen vor Captain Diabetes. Okay. Nimm das! So. Hoffentlich wird Diabetes nie geheilt. Der Kalt bringt das Leid! Netter Spruch, Kalt. Pew, pew. Im Busch habe ich gerade sehr viel Schaden zugefügt. Nicht grad. Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling! Du weißt nicht, wie der geschieht, aber es war definitiv der Kuhn. So. Ja. Ah! So viel Stress und das zum Mindestlohn! Zum Mindestlohn? Hier kommt was! Shit! Hey, das macht Spaß! Ich war Siebtbester im Online-Kurs. Du bist also geliefert. Macht Spaß, die großen Wummen auszupacken. Das packst du schon. So, ich mach das mal. Den hier. Ziemlich cooler Move. Kosse. Als Kopf könnte ich dich jetzt locker umlegen. Aufhören, ich krieg schnell drauf weg. Captain Diabetes fürchtet nichts. Ja, ja. Das macht Captain Diabetes mit Leuten, yeah, die ihm zu nahe kommen. Bereit zum Abflug! Pew, pew. Noch ein Gegner am Boden. Das ist doch vertretbar, oder? Ja. Das wird wehtun. Ha.
Das habe ich nicht kontrolliert. Ja. Jetzt setzt's was. Zeit für das. Go. Endlich ist es vorbei. Meine Hämorrhoiden melden sich. Schild des Axiers und ja. Schön ist aber Token ist hier schön. Dann, So. Einfach vorbeigehen. So. Okay, schnell, geh ans Telefon, hacke das System und deaktiviere es. Hallo, hier Jeff von Wolf Sicherheitstechnik. Alles in Ordnung? Hallo, ja, tut mir leid. Ich wohne hier und kann mich nicht an den Code für den Alarm erinnern. Aha. Schon okay, ja? Haben Sie das Passwort für die Sicherheitsabfrage? Alles in Ordnung? Hören Sie mich? So, Heck. Einen Moment bitte. So. Ja klar, das habe ich hier irgendwo. Moment, verdammt, ich muss nur... Oh, scheiße, falsche Schublade. Können Sie bitte kurz dranbleiben? Kein Problem, Sir. Hack fortsetzen. Einen Moment, bitte. Hören Sie mich? Yeah. Haben Sie das Passwort vielleicht aufgeschrieben auf einem Notizblock oder so? Ja, irgendwo muss es ja sein. Moment, ich schau mal in dieser Schublade nach. Ich muss erstmal meine Brille suchen. Noch ein Hack. Alles in Ordnung? Hören Sie mich? Elite-Hacker. Versuchen Sie es vielleicht mal mit meinem zweiten Vornamen. Okay, Sir, wir sehen uns jetzt einfach Ihr Konto an und erstellen ein neues Passwort für Sie. Bleiben Sie einfach in der Leitung. Sorry. Lass dich von seiner gutbürgerlichen Fassade nicht täuschen. Das ist ein alter Trick. Okay. Die Friedenpost-Basis. So. Schade. Oh, Erinnerbeeren. Erinnerst du Trapper Keeper? Klar, ich erinnere. Oh ja, fand ich toll. Ich erinnere. Erinnerst du den Angriff auf die Schule im letzten Spiel? Oh, ich erinnere, das war toll. War wirklich toll. Quesadilla. Hm.
Besser die haben wir nie. Weiter. Hilfe? Nein. So. Ja. Zimmer. Hawkins Spindkombination, gut wissen. Und Charakterbogen von Tupperdose. Tupperdose. Also, Ethnie Cyborg, gynosexuelles, geschlechtsneutrales Person. Ist ein rechtschaffener Religion Versammlung. Machtquelle Sky Mall Katalog. Kryptonit, menschliche Emotionen, aka Token Black und Klasse Cyborg. Alles gute Informationen. Was gibt es mal hier? Die Zeichnung oben ist schön. So. Schön viele Sachen. Ich drücke mal das Falsche. So. Vorsicht bei dem, der ist ganz schön jähzornig. Wähl den richtigen Augenblick. Hey, wer bist du? Du kannst hier nicht einfach einbrechen. Jetzt, los, los, los! Hey, wer bist du? Du kannst... Los, ich Kumpel. Besiege den Kingpin. Klar. Aber ein Sicherheitssystem, weißt du? Das habe ich schon gehackt. Ich hab Feuer! Ich verklag dich, du Arsch! Wieso tust du das? Ich kann wenigstens Zeit manipulieren und du? Nein, Schlag in die Fresse tut so. War einfach. Ja. Zeitfurz! Ja. Super Arbeit, Held. Du weißt echt, wie der Hase läuft. Du verstehst genau, was wir tun und unterstützt uns dabei. Unfreiwillig habe ich... aufs Revier. Ich hab da was für dich. So. Ich. Da oben war noch ein Yaoi-Bild, das soll ich mir holen. Okay, Token ist sicher pisst auf mich, wenn er das erfährt. Na gut, was möchte. So. Ja, also ich kann wieder zu Dark Meadows oder aufs Maul zu kriegen, das ist sehr praktisch. Ist es, Leute? Ach ja, Lava. Dann mal. Hey, hast du Classys Medizin? Bring sie zu mir! Schnell! Ich glaube, sie stirbt! Nein, sie ist bloß auf den Zug. Dann
Kurs. Nur keine Hemmungen. Ich weiß nicht. Naja, ich esse den Käse Schimperito. Zeit für Freischaltung, Pause. Und? Ja. Ha, so geht's auch. So, oh mein Darm.